Heute ist Freitag, der 10. Dezember 2021. Und das Video wird präsentiert von Pia. Hallo zusammen, ich bin Pia von The Way to Fluency und heute gibt es eine Geschichte für euch. So there's a story for you today. Lass uns mal sehen, was das für eine Geschichte ist. Let's see what kind of story that is. Keinen Bock. Sie hatte absolut keinen Bock mehr. Keine Lust mehr. Nein, nichts wollte sie noch machen. Sie hatte genug. She had enough. Sie hatte genug von diesem Chaos und sie hatte genug von all diesen Problemen. She had enough of this chaos and enough of all these problems. Sie würde den Schlitten nehmen und einfach in die Karibik fliegen. She would take the sled and would simply go to the Caribbean. Da war es auch im Sommer, im Dezember warm und sie hätte keine Probleme. Das war ihr Plan. Der Plan war perfekt. Aber natürlich kam alles anders. But of course, everything happened, came differently. Zunächst einmal müsste sie ihren Mann überreden. Well, first of all, she would have to persuade her husband. Gerade jetzt war er sehr beschäftigt, weil alles bis zum 24. Dezember fertig sein musste. So he was really busy because everything had to be done by the 24th. Er hatte keine Zeit mehr für sie und sie hatte wirklich keinen Bock mehr auf dieses Weihnachtszeug. So he didn't have any time for her anymore and she really didn't care about this Christmas stuff anymore. Jedes Jahr war es das Gleiche. Er arbeitete, arbeitete und arbeitete. He worked, worked and worked. Und das war das, was war das Resultat? Alle waren glücklich, nur sie nicht. Everyone was happy, except for her. Dieses Jahr wollte sie auch glücklich sein. This year she also wanted to be happy. Er würde nicht mit ihr mitkommen. Dazu konnte sie ihn nicht überreden. So he wouldn't come along with her. She couldn't persuade him to do that. Sollte sie ihn nach seiner Meinung fragen? Should she ask him for his opinion? Oder sollte sie ihm einfach einen Zettel schreiben? Or should she leave him a note, write him a note? Ja, ein Zettel, das war eine gute Idee. Dann müsste sie ihn nicht konfrontieren und es würde keinen Streit geben. So she wouldn't have to confront him and there would not be any fight. Sie schrieb Folgendes auf einen Zettel. She wrote the following onto a piece of paper. Schatz, ich bin für ein paar Monate in der Karibik. Ich liebe dich, deine Frau. Treasure or dear, I am in the Caribbean for a couple months. I love you, your wife. So einfach war Problem Nummer 1 gelöst. Jetzt konnte sie sich um die wirklich wichtige Frage kümmern. Wo war ihr Bikini? So now she could she solved the problem number 1 and now she could take care of the really important question. Where was her bikini? Am Nordpol hatte sie nur selten die Gelegenheit, schwimmen zu gehen. Und sie war sich auch gar nicht sicher, ob sie noch in ihren Bikini passte. So at the North Pole, she only rarely had the opportunity to go swim. And she wasn't really sure if she would still fit into her bikini. Sie suchte im Kleiderschrank, in der Waschmaschine und sogar in der Küche. So she looked for it, or she searched. In the wardrobe, in the washing machine, and even in the kitchen. Sie suchte und suchte, aber ihr Bikini
war nirgendwo zu finden. It was nowhere to be found. Wo war das Ding? Where was that thing? Dann ging sie ins Schlafzimmer und fand einen Zettel. Then she went to the living room, to the bedroom and found a piece of paper. Auf dem Zettel stand: Schatz, wir sehen uns in der Karibik. Ich habe deinen Bikini schon eingepackt. So it said, Dear darling, I'm gonna see you in the Caribbean. I already packed your bikini. Woher wusste er, dass sie in die Karibik wollte? How did he know that she wanted to go to the Caribbean? Und wenn er die Rentiere und den Schlitten genommen hatte, so if he had taken the reindeers and the sledge, wie sollte sie jetzt in die Karibik kommen? How should she now get into the Caribbean? Hast du eine Idee? Schreib uns einen Kommentar. So, attached to this video, you can find the original text, a translation of it, and a really cool text-to-read exercise so that you can practice with this text. Have fun, and don't forget to subscribe and like the video. In dieser Playlist findest du alle Videos von unserem Adventskalender. Und morgen sind wir zurück mit einem neuen Video.